Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen und guten Abend. Viel Fußball hat heute Sven Voss im Sport. Auch von mir einen schönen guten Abend. Blicken wir auf die großen Themen dieser Sendung. Raus aus der Kampfzone. Erstmals seit Kriegsbeginn dürfen einige hundert Ausländer und Verletzte den abgeriegelten Gazastreifen verlassen. Schneller in Lohn und Brot. Das Kabinett erleichtert Geflüchteten den Zugang in den Arbeitsmarkt und will gleichzeitig die Strafen für Schleuser verschärfen. Und zwei frustrierte Verlierer. Im DFB-Pokal geht Titelverteidiger Leipzig ziemlich überraschend K.O. Und Köln rutscht mit seinem Aus noch tiefer in die Krise. Seit mehr als drei Wochen herrscht Krieg. Jetzt wurde der Grenzübergang Rafah von Gaza nach Ägypten das erste Mal für einige Menschen geöffnet. So wurden heute mindestens 335 Frauen, Männer und Kinder mit ausländischen Pässen, darunter auch Deutsche, sowie mindestens 76 Verwundete aus Gaza herausgebracht. Auf die Öffnung sollen sich Ägypten, Israel und die Hamas geeinigt haben, unter der Vermittlung Katars. Rafah ist eine geteilte Stadt. Ein Teil liegt in Ägypten, der andere im Gazastreifen. In Rafah ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Übergang zum Gazastreifen. Wie lange nun Verletzte, Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft hier Gaza verlassen können, ist nicht bekannt. Golini Atay. Rafah am Morgen. Zum ersten Mal öffnet sich die Grenze für Menschen mit ausländischen Pässen. Etwas mehr als 300 sollen heute Gaza verlassen haben. Darunter sind heute nur einige wenige Deutsche. Sie sind Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Doch insgesamt mehr als 300 Deutsche warten immer noch auf die Ausreise. Seit dem Krieg angefangen bin, stehe ich an der Grenze, palästinensische-ägyptische Grenze, dass ich da reinkomme. Aber leider, bis jetzt, wir sind nur auf der Straße, wir haben keine Info, wir rufen die Wirtschaft an, keine antwortet und wir wollen einfach zurück nach Deutschland. Sie bangen, hoffen und fragen, stehen Sie bald auf der Liste der Ausreisenden oder nicht? Bleibt die Grenze am morgigen Tag geöffnet oder nicht? Aufgrund der Internetausfälle sind viele kaum erreichbar. Familien erzählen von getöteten Verwandten, von Leichen unter Trümmern, von Chaos und Leid. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Hilfen, nichts. Wir bitten die Welt, auf uns zu schauen. Es gibt Menschen hier, die nur Gras, Blätter oder trockenes Brot essen. Mehr als 80 Verletzte, die in den überfüllten Krankenhäusern in Gaza nicht operiert werden können, standen heute auch auf der Ausreiseliste. Unser Haus wurde beschossen. Ich wurde verletzt, bekam Splitter ins Auge und kann mit dem rechten Auge nicht mehr sehen. In Ägypten soll ich operiert werden. 40 Krankenwagen fahren schließlich von Ägypten aus nach Gaza hinein. Den Ausreisedeal heute hat das Golfemirat Katar möglich gemacht. In Koordination mit Ägypten, Israel, den USA und der Hamas. Schalten wir zu unserem Nahost-Korrespondenten Michael Beverunge. Michael, welche Bedeutung hat diese Grenzöffnung? Also sowohl aus ägyptischer als auch israelischer Perspektive ist dieser Deal nur begrenzt ausbaubar. Ägypten hat einige medizinische Notfälle, einige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, ansonsten eine Großzahl von Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft ins Land gelassen, die aber vor allem einen palästinensischen Familienhintergrund haben. Weitere palästinensische Flüchtlinge will Ägypten auf gar keinen Fall ins Land lassen, schon gar nicht in großer Zahl. Und Israel hat eigentlich nur Interesse daran, dass keine Menschen, die einen Bezug zur Hamas haben, aus das Land verlassen können und hat diese Namensliste genau kontrolliert, hat wohl eine kontrollierte Liste auch nach Ägypten geschickt. Und ansonsten fragen sich die Israelis eher, warum dürfen Menschen mit palästinensischem Hintergrund und doppelter Staatsbürgerschaft ausreisen, aber die israelischen Geiseln mit oder ohne doppelte Staatsbürgerschaft nicht. Vielen Dank, Michael Beverunge. In der ZDF-Sendung Was nun, Frau Baerbock, äußerte sich auch die deutsche Außenministerin zu den aktuellen Entwicklungen in Nahost. Sie sagte, eine Rolle Deutschlands sei es, Gesprächskanäle offen zu halten. Die Diplomatie mache Fortschritte.
Während wir hier gerade sprechen, haben mich die Nachrichten erreicht, dass Deutsche auch unter den Staatsangehörigen, die jetzt rauskommen, mit dabei sind. Und wir sind im Dauerkontakt mit den Familienangehörigen und im Dauerkontakt mit denjenigen, die gerade rund um die Uhr alles versuchen, um auch die deutschen Geiseln rauszubekommen. Aber zu weiteren Details kann ich an dieser Stelle nichts sagen. Und gleich nach unserer Sendung in Was nun, Frau Baerbock, können Sie das ganze Interview sehen. Und das gibt es auch in unserem Online-Angebot, jederzeit in unserer ZDF-Heute-App. Israel ist auch heute wieder mit Raketen aus Gaza beschossen worden. Gleichzeitig rücken die israelischen Truppen in Gaza nach eigenen Angaben weiter vor. Der EU-Außenbeauftragte Borrell äußerte sich entsetzt über die hohe Opferzahl beim Beschuss des Flüchtlingsviertels Jabalia durch das israelische Militär. Tim Kröger berichtet. Das Ausmaß der Zerstörung macht klar, wie heftig die Einschläge gewesen sein müssen. Nach Angaben der Hamas sollen auch 7 Geiseln, die während des Massakers am 7. Oktober nach Gaza verschleppt wurden, unter den Toten sein. Auch am Tag nach den schweren israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingsviertel Jabalia suchen sie noch immer nach Vermissten. Ich habe meine ganze Familie verloren. Sie waren unschuldig, waren einfach hier. Was haben sie getan? Alle sind tot. Die israelischen Streitkräfte hingegen betonten heute erneut, man habe in Jabalia unter anderem den hohen Hamas-Führer Ibrahim Biari getötet, sowie Kommandostände und Tunnelsysteme zerstört. Das zeigt einmal mehr, wie die mörderischen Terroristen Zivilisten als Schutzschilde benutzen. Auch heute veröffentlichte das israelische Militär Bilder von Soldaten, die im Gazastreifen operieren und offenbar weiter in das Gebiet vorstoßen. Wir sind mitten im Krieg. Es gibt starke Kämpfe in bewohnten Gebieten in Gazastadt. Hamas-Führer Ismail Haniyeh drohte den israelischen Truppen. Sie werden im Sand von Gaza untergehen. Sie müssen dafür einen hohen Preis zahlen an allen Fronten. Das schließt das Leben der Geiseln mit ein. Außerdem sind israelische Kriegsschiffe ins Rote Meer geschickt worden. Offenbar eine Reaktion auf den Abschuss von Raketen und Drohnen aus dem Jemen durch die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen. Der Kanzler war auf Afrika-Reise, die Innenministerin in Marokko. Die Regierung sucht nach neuen Wegen in der Asylpolitik. Sie hat ihren Ton und Kurs geändert nach den schlechten Wahl- und Umfrageergebnissen und wegen der steigenden Zahl an Geflüchteten. Heute hat das Bundeskabinett einen Teil seines Migrationspakets beschlossen. Unter anderem sollen Geflüchtete früher arbeiten dürfen. Christian Volk. Ein Anfang in Deutschland. Der Job als Industriemechaniker, eine Möglichkeit für Geflüchtete, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dieser Prozess soll künftig schneller gehen, so der Beschluss der Bundesregierung. Es geht ja vor allen Dingen um die Menschen, die bereits hier sind, die wir aus Integrationsgründen glauben, frühzeitig in Arbeit zu bringen, ist hilfreich, weil man sich dann ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen kann in Deutschland. Und es führt natürlich auch zur Akzeptanz in der restlichen Bevölkerung, wenn Menschen, die hierher kommen, auch arbeiten. Die wichtigsten Änderungen. Asylbewerber sollen früher arbeiten dürfen, spätestens nach 6 Monaten. Und Geduldete sollen im Regelfall eine Arbeitserlaubnis bekommen. Bisher entschieden die Behörden von Fall zu Fall. Zu wenig für Menschenrechtsorganisationen. Die Verhandlungen gehen vorbei an die Realitäten, in denen geflüchtete Menschen in Deutschland leben. Wir vom Pro Asyl fordern die vollständige Aufhebung von Arbeitsverbote. Eine andere Stoßrichtung hat die Kritik der CDU. Die Änderungen würden mehr Geflüchtete anziehen, das Problem des Fachkräftemangels aber nicht lösen. Es wird halt weiter die Trennung zwischen Asyl und Arbeitsmigration aufgehoben und damit ein weiterer Pull-Faktor geschaffen, ein weiterer Anreiz, nach Deutschland zu kommen, insbesondere für diejenigen, die hier eben keinen Schutzanspruch haben, kein Bleiberecht haben. Außerdem beschlossen, härtere Strafen für Schleuser. Ihnen droht künftig in den meisten Fällen eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr. Die Migrationspolitik ein Dauerthema. Am kommenden Montag beraten Bund und Länder bei einem Spitzentreffen über weitere Maßnahmen. Das Kabinett hat außerdem noch 2 Maßnahmen beschlossen, um die Verbraucherinnen und Verbraucher bei den Energiepreisen zu entlasten.
Zum einen soll die Energiepreisbremse, also die gedeckelten Preise für Erdgas, Strom und Wärme, bis Ende April verlängert werden. Zum anderen brachte das Kabinett eine gesetzliche Änderung auf den Weg, um mit einem Milliardenzuschuss zu Netzentgelten die Strompreise zu dämpfen. Zum Krieg in der Ukraine. Es seien die heftigsten Angriffe seit Beginn des Jahres gewesen, heißt es heute aus Kiew. Das russische Militär hat innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen, so der ukrainische Innenminister. Nach Angaben von Behörden wurden dabei mindestens 4 Menschen getötet und 14 weitere verletzt. In Tansania hat sich Bundespräsident Steinmeier den Gräueltaten der deutschen Kolonialmacht ab 1905 gestellt. Er bat die Nachfahren der Opfer um Vergebung. Er sei beschämt über die Taten der Deutschen. Sie führten Zwangsarbeit ein, erhoben hohe Steuern. Es kam zum sogenannten Maji-Maji-Aufstand. Die Deutschen schlugen ihn brutal nieder, zerstörten Dörfer und Felder. Eine Politik der verbrannten Erde. Eine Hungerkatastrophe folgte. Insgesamt starben rund 300.000 Menschen in Tansania. Steinmeier will sich dafür einsetzen, dass deutsche Museen die geraubten Gebeine von Toten zurückgeben. Der Amazonas in Südamerika ist der mit Abstand wasserreichste Fluss der Erde. Aber zurzeit herrscht in weiten Teilen seines Gebiets die schlimmste Dürre seit Beginn der Aufzeichnungen. Noch nie war der Unterschied zwischen Regen und Trockenzeit so dramatisch. Die Niederschläge in den vergangenen Monaten lagen weit unter dem Durchschnitt, mit schwerwiegenden Folgen. Christoph Röckerath hat sich in Brasilien selbst ein Bild gemacht. Hilflos gestrandet, für Wochen, dort, wo eigentlich der mächtige Rio Negro fließen sollte. Kapitän Junior Cesar wurde vom Rückzug des Wassers überrascht. Es ist so schnell gesunken, 30 cm am Tag, wir haben gegen die Zeit gekämpft. Am Amazonas schleppen sie jetzt Kanister zwischen den Rinnsalen, die von den Flüssen übrig geblieben sind. Trinkwasser per Boot. Wir begleiten Narciso und Domingos. Selbst mit den kleinen, flachen Booten wird es immer schwieriger voranzukommen. Wir bleiben immer wieder stecken. Alle müssen mit anpacken, damit wir weiterkommen. Der Fluss ist hier unsere Straße. Hier in unserer Region ist der Fluss alles. Ohne den Fluss sind wir nichts. Heute haben sie es noch einmal zum Haus geschafft. Doch je mehr das Wasser zurückgeht, desto beschwerlicher wird es. Diese Treppe hier führt normalerweise das ganze Jahr über ins Wasser. Während der Regenzeit steht das Wasser hier. Und während der Trockenzeit ist es ungefähr hier am unteren Ende der Treppe. Jetzt aber ist das Wasser viel tiefer, weit weg. Und das hat es hier noch nie gegeben. Mit Folgen für die ganze Welt warnen Wissenschaftler. Der Amazonas-Regenwald regelt die Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre weit über Südamerika hinaus. Wir sprechen von fliegenden Flüssen, also Wassermassen, die über dem Wald verdunsten, nach Norden und Süden ziehen und so das Weltklima im Gleichgewicht halten. Andernfalls ändert sich das Weltklima. Während sie auf das Wasser warten, wächst die Sorge, dass etwas grundsätzlich aus den Fugen geraten ist. Am Amazonas. Um mehr über den Regenwald ohne Regen und die Angst um den Amazonas können Sie im Auslandsjournal sehen um 22.15 Uhr. Am Halloweenabend haben Randalierer in mehreren deutschen Städten für Polizeieinsätze gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden auch mit Böllern beworfen. Im Hamburger Stadtteil Harburg setzte die Polizei in der Nacht Wasserwerfer gegen eine Gruppe von rund 200 Jugendlichen ein. Sie hatten Polizeikräfte massiv mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Die Randalierer beschädigten Müllcontainer und einen Supermarkt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Weltweit haben vor allem Katholiken am heutigen 1. November Allerheiligen begangen. Es ist ein Gedenktag für die Heiligen und Verstorbenen. Wie hier in Baden-Württemberg besuchten viele Menschen die Gräber ihrer Angehörigen und zündeten Kerzen an. Mit Gebeten ehren sie die Toten und bitten um deren Erlösung. Gesetzlicher Feiertag ist Allerheiligen auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Er war der Magier und Illusionist der DDR, Peter Kersten. Sogar in Hollywood wurde er ausgezeichnet. Jetzt ist Zauber-Peter im Alter von 80 Jahren in der Nähe von Dresden gestorben.
auskommst. Nach der Wende bezauberte Peter Kersten als Magic Doc auch das gesamtdeutsche Fernsehpublikum. Hierbei Musik liegt in der Luft im ZDF. Die verschwundene Dame, eine seiner Spezialitäten. Und jetzt zum Sport, Sven. Die gute Nacht ist ja, die deutschen Fußballfrauen haben gewonnen. Ja, und sie waren damit die Chance auf die Olympia-Qualifikation. Dennoch war der 2:0-Erfolg in Island eher schmucklos. Oder um es mit den Worten von Interims-Bundestrainer Horst Rubesch zu sagen, wir müssen einfach besser spielen. Jede Menge Redebedarf bei Trainer Rubesch und den Spielerinnen nach dem Spiel. Pflicht erfüllt, aber nicht geglänzt. Gegen Island dauert es 65 Minuten, dann Quinn sicher vom Punkt mal wieder. Es war heute ein ziemlicher Krampf für uns. Wir hatten zwar sehr viele Durchbrüche über Außen, aber haben eben es nicht geschafft, diese Effektivität reinzubringen. Das 2:0, dann ein Geschenk in der Nachspielzeit. Jetzt gilt's gegen die Gruppenersten aus Dänemark. Wir haben es jetzt den beiden, also vor allem jetzt im Wales-Spiel, nicht schlecht gemacht. Und ich glaube, daran sollten wir einfach anknüpfen. Jetzt geht es erstmal zurück in die Vereine. Stehen natürlich auch einige Spiele an. Aber dann gilt es ja voller Fokus auf das Dänemark-Spiel. Ich denke, ja, zu Hause können wir da schon ein Feuerwerk abfackeln. Interimstrainer Horst Rubesch noch ohne Punktverlust. Fürs Olympiaticket muss das so bleiben. Und gestern Abend, DFB-Pokal. Wer schafft's ins Achtelfinale? Für Titelverteidiger RB Leipzig endete eine lange Pokalserie von 13 Siegen am Stück. Im Bundesliga-Duell mit dem VfL Wolfsburg erzielte Václav Černý bereits in der 14. Minute den Siegtreffer für die Wölfe. Marco Rose und sein Team dagegen scheitern überraschend in der zweiten Runde. Ins Achtelfinale geschafft dagegen hat es Regionalligist FC Homburg. Das größte Spektakel fand aber auf dem Betzenberg statt. Kaiserslautern, Sechster der zweiten Liga, warf den kriselnden 1. FC Köln aus dem Wettbewerb. Besser nicht hingucken, heißt es für Coach Steffen Baumgart nach einer guten Stunde. Da kassieren seine Kölner das dritte Gegentor und das Pokalaus ist ganz nah. Du liegst mit einmal 3:0 hinten und der Gegner hat gefühlt dreimal aufs Tor geschossen, dann ist das schon die Situation, die wir im Moment haben. Glück haben die Lauterer beim 1:0. Tetschis Schuss abgefälscht. Erstligareif der Jubel auf dem Betzenberg. Beim zweiten Lauterer Treffer lassen die Kölner dem Schützen Redondo zu viel Raum. Zwei Platzverweise schwächen Köln. Mehr als das 2:3 durch Uth ist nicht drin. Lautern und Trainer Schuster euphorisch. Baumgart aber spürt die Flasche. Sie ist jetzt beinahe leer. Tja, in der Zeitlupe tun die Gegentore besonders weh. Ja, ouch. Danke, Sven. Und diese Lottozahlen wurden gezogen. Die Gewinnzahlen lauten 8, 20, 26, 33, 43, 49. Superzahl ist die 5. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. In diesen Stunden erreicht ein Orkantief Mitteleuropa. Wie sich das in Deutschland bemerkbar macht, erfahren Sie gleich von Katja Hornefer. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Christian Sievers. Tschüss. Guten Abend. In diesen Stunden erreicht ein Orkantief die Westküsten von Irland, Großbritannien und Frankreich. Dieses Orkantief, es heißt Kieran, deutsch Emir, wird bis morgen Abend über Großbritannien weiter bis zur Nordsee ziehen. Es bringt Orkanböen mit bis zu 200 Kilometer pro Stunde mit und 10 Meter hohe Wellen. Das bedeutet, Bäume werden umstürzen und die Infrastruktur wird in Mitleidenschaft gezogen. Uns streift dieses Orkantief nur am Rande. Heute Nacht gibt es einige Regenschauer in der Westhälfte, sonst ist es trocken. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 2 Grad. Und morgen bleibt es mild. Da liegen die Höchsttemperaturen bei 9 Grad am Alpenrand und 16 Grad in der Lausitz. Und schon am Vormittag beginnt es im Westen kräftig zu regnen. Es weht ein starker bis stürmischer Wind und in den Mittelgebirgen gibt es auch Sturmböen. Im Osten ist es dagegen trocken. Am Nachmittag beschränken sich die kräftigeren Regenfälle auf die Südhälfte. Einige Schauer gibt es noch an der Nordsee. Und in den nächsten Tagen geht es wechselhaft weiter, windig. Und es droht am Samstag und am Sonntag im Westen und Südwesten auch wieder Sturm. Guten Abend.